geht um vier verschiedene Figuren, vier Menschen in vier Ländern, die alle ungefähr in meinem Alter sind, das heißt in der Generation zwischen 30 und 40, und die auf ganz verschiedene Weise mit etwas konfrontiert werden, was sie total überrascht und was ihre bisherige Lebensweise in Frage stellt. Da ist Jason, der amerikanische Investment Manager, der in Tokio für seine amerikanische Firma ein Geschäft einfädeln soll. Makiko, eine japanische Pianistin, die schon seit Jahren in Paris lebt und die eine Konzertpianistin ist und sich auf europäische romantische Klaviermusik spezialisiert hat, also das klassische Repertoire spielt. Da ist Luis, der aus Brasilien ursprünglich stammende Zoologe, der mittlerweile in Tel Aviv lebt, weil Israel nämlich einer der weltweit interessantesten Knotenpunkte für den Vogelzug ist, und er ist Ornithologe, ist auf Vögel spezialisiert, und er lebt in Tel Aviv mit seiner israelischen Frau und zwei Kindern und verzweifelt zunehmend an den Spannungen im Land. Und da ist Ada, die deutsche Filmemacherin, die mit ihrer besten Freundin Judith im Gazastreifen einen Dokumentarfilm gedreht hat und jetzt in Berlin ihre Freundin in den Tod begleitet, denn bei Judith wurde ein tödlicher Hirntumor festgestellt. Ich lebe gerne in dieser heutigen Zeit. Ich glaube, es gibt erschreckende Missstände, oder die auch nicht sein müssen, also wo wirklich die Welt an sich als Ganzes besser aussehen könnte, aber es gibt auch sehr viel Positives. Ich empfinde es als etwas sehr Spannendes zu erleben in meiner Generation, wie sich die Welt entwickelt und wie sich, das ist ja auch in gewisser Weise Teil meines Buches, inwiefern sich unser Verständnis von Nähe und Ferne zum Beispiel verändert, dadurch, dass wir ständig mit anderen Menschen bildlich in Kontakt sein können. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, früher, als ich so alt war wie mein Sohn jetzt, da gab es noch nicht mal einen Anrufbeantworter. Da konnte man entweder einen Brief schreiben oder man konnte Leute anrufen, und dann war am anderen Ende der Leitung jemand oder nicht. Und dass das jetzt so sich verschiebt, auch in der Wahrnehmung, oder was das für Auswirkungen auf nicht nur auf unser praktisches Leben, sondern auch auf unser Verständnis und auf unsere Prioritäten und auf unsere Beziehungen hat, das finde ich sehr faszinierend. Auf dem Cover ist ein Bild von Gerhard Richter zu sehen, ein Werk aus seiner Serie Stripe von 2009, oder Strip, also ein sehr junges Werk, und deswegen war es auch gar nicht so leicht, die Erlaubnis zu bekommen, denn eigentlich sagt Gerhard Richter, nur seine älteren Werke sind frei. Und dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, in dem ich darlege, was die Beziehung zwischen dem Roman und dem Bild ist, dass es also viele verschiedene Linien gibt, die nebeneinander herlaufen, die jeder eigenständig bleiben, sich am Ende auch nicht vereinen, aber doch gemeinsam etwas Größeres, Gemeinsames bilden. Und nachdem ich diesen Brief abgeschickt hatte, kam sehr schnell die Reaktion aus dem Büro Gerhard Richter, dass er sein Einverständnis doch gibt, was ganz toll war und der den Verlag und mich auch sehr freut. Und mir gefallen generell abstrakte Cover sehr gut. Also ich finde es schön, weil es fokussiert ist und suggestiv. Auf jeden Fall. Der zweite ist schon in Planung.